Also mit Tanzen habe ich angefangen, da war ich 4 Jahre alt. Tanzen war für mich immer was, was ganz tief vom Herzen kommt. Also es ist eine Leidenschaft. Ich habe einen Auftritt gegeben damals mit Rückenschmerzen und ich kannte so ein Ausmaß an Schmerz bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Innerhalb von einer Woche war ich dann querschnittgelähmt. Das ist das Schlimmste als Mutter, was einem passieren kann, wenn man sein Kind leiden sieht und nicht helfen kann. Sophie ist eine absolute Kämpfernatur. Hat ihr Leben lang ja auch immer schon dafür gekämpft, tanzen zu können. Ist ja genau das, was ich die letzten 5 Monate herausgefunden habe, dass es andere Wege für Tanz gibt. Und dass mir die Schule dabei die Möglichkeit gegeben hat, meine Bachelorarbeit zu zeigen und diesen Prozess zu erleben, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und das war auch für mich ein komplett neuer Erfahrungswert. Kann nicht. Also mit Tanzen habe ich angefangen, da war ich 4 Jahre alt und habe es hobbymäßig gemacht. Ich bin damals mit meiner Mutter zum Ballett hin und habe gesagt, Mama, ich möchte tanzen. Und dann kam meine Tanzlehrerin zu mir und hat gesagt, seht ihr nicht, das Kind will tanzen? Dann schickt sie auf die richtige Schule dafür. Ich war damals schon 12 Jahre alt und bin dann auf die Palucca-Schule in Dresden gekommen, bin aufs Internat gegangen erstmal und genau, habe dann halt gesagt, ich mache mein Hobby zum Beruf. Tanzen war für mich immer was, was ganz tief vom Herzen kommt. Also es ist eine Leidenschaft. Es ist natürlich auch ein Leistungssport, aber es ist keiner, den man in Zahlen abtragen kann, sondern für mich ist es immer was, das kommt von mir, das kommt von mir selber. Da investiere ich einen persönlichen Teil und habe da eine Hingabe zum Tanz, die ich sonst in keinem anderen Lebenspunkt so gefunden habe. Also ich habe einen Auftritt gegeben damals mit Rückenschmerzen. Ich meine, Schmerzen gehört zu dem Beruf Tanz dazu. Das kennt man, man weiß, wie man es vorbeugt, man weiß, wie man damit umgeht. Nur, dass die Schmerzen innerhalb von einer Woche sich jeden Tag verschlimmert haben. Ich habe mich dann selber stationär ins Krankenhaus einweisen lassen, weil ich wusste, das sind keine normalen Schmerzen und ich kannte so ein Ausmaß an Schmerz bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Genau, und dann ist diese Lähmung eingetreten und danach wurde ich ins MRT geschoben und dann haben die den Abszess in meinem Rücken gefunden. Ich stand damals kurz vor dem Abschluss im Juli.
Ich habe bereits Bewerbungen geschickt, um einen Job zu finden, um in der Company zu arbeiten und dann noch einen Auftritt gegeben, Rückenschmerzen und innerhalb von einer Woche war ich dann querschnittgelähmt, bis ich dann 5 Monate in Bad Berka war, in einem Krankenhaus auf einer Spezialklinik für Querschnitt. Und seitdem ich dort entlassen worden bin, bin ich jetzt in der Reha in Kreischa. Ich meine, das braucht einen ganz langen Zeitraum, bis man das realisiert. Ich kannte die Krankheit vorher nicht, ich hatte keine Ahnung, was da dran hängt. Und man unterschätzt halt vieles von der Krankheit. Man sieht nur das Oberflächliche, aber bis man das nicht selber durchmacht, weiß man nicht, was dazugehört und was davon abhängig ist. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich realisiert habe, okay, ich bin querschnittgelähmt, ich habe keinen gebrochenen Arm, das dauert nun mal länger als ein paar Wochen und dass ich mich beruflich da vielleicht doch noch umorientieren muss. Und die ersten Monate hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jemals wieder auf der Bühne zu sehen sein werde, bis ich meine Bachelorarbeit vor 3 Wochen gezeigt habe. Also ich habe nie wirklich aufgegeben für meine Gesundheit. Ich hatte nur zu kämpfen, was für eine Rolle spielt Tanz in meinem Leben? Inwiefern mache ich mich selber glücklich? Inwiefern sage ich, ich kann mich damit nicht mehr konfrontieren oder ich kann mich damit konfrontieren? Ich musste mich viel mit mir selber auseinandersetzen, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich bin vielleicht querschnittgelähmt und vielleicht kann ich das Tanzniveau, was ich vorher hatte, nicht mehr erreichen, aber ich kann andere Wege und neue Möglichkeiten finden, Tanz für mich zu entdecken. Und dass mir die Schule dabei die Möglichkeit gegeben hat, meine Bachelorarbeit zu zeigen und diesen Prozess zu erleben, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und das war auch für mich ein komplett neuer Erfahrungswert. Schwarze Momente sozusagen. Absolut, das gehört dazu. Am Anfang waren die Momente häufiger, weil da die Ungewissheit noch viel größer war, weil die Prognose für Querschnittlähmung, die gibt es nicht. Man weiß nicht, was wiederkommt, wie viel wiederkommt, ob überhaupt was wiederkommt. Und darauf zu warten, das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit gewesen und sehr, sehr viel mit Geduld verbunden, die man für eine Sache aufbringt, für die man keine Garantie hat. Und dann sind nach und nach immer wieder kleine Funktionen zurückgekommen, dass ich wieder meinen Fuß bewegen konnte, dass ich mein Knie wieder ein bisschen höher heben konnte. Und das hat mir einfach Mut und Kraft geschenkt, zu sagen, okay, ich mache weiter, ich setze darauf, dass es weiter so positiv geht. Aber natürlich hat man immer mal Phasen, dass ob man jetzt querschnittgelähmt ist oder nicht, man hat immer Phasen, da geht es einem besser und es gibt Phasen, da geht es einem schlechter. Das gehört zum Leben dazu. Das gehört zu jedem Menschen. Und dann lernst du wieder neu zu laufen, oder? Ja, ich lerne meinen Körper komplett neu einzusetzen. Ich meine, ich muss ein neues, ich muss. Und dann habe ich versucht, mich an einem Stuhl hochzuziehen, in den Kniestand. Dann bin ich die ganze Zeit wieder umgekippt. Wie ein Baby. Du machst einfach weiter. Du kippst um, du stehst wieder auf. Du probierst es so lange, bis dein Körper sich das wieder einstellt. Genau. Aktiviert werden, also bei Leuten, die jetzt nicht so viele Genau. haben. Wie oft hast du trainiert, Emma? Leben ein. Ich meine, ich bin danach vom Training gekommen, war einkaufen, habe mir was gekocht, war duschen und bin ins Bett gegangen. Also man macht dann Abzüge. So ein bisschen mit einbauen gleich. Ja. Also kannst auch einfach so einen normalen Job machen, ne? Soll ich den Haargummi?